Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu einer neuen Folge von WWE 2K23. Wir befinden uns wieder beim Showcase und im letzten Part haben wir es schon angeteasert. Der junge Brock Lesnar wartet darauf, zuzuschlagen. Der etwas ältere Brock Lesnar hat John Cena bereits vernichtet. Und jetzt ist der junge Brock Lesnar dran. Los geht's. So, Backlash 2003 is the ultimate good news, bad news scenario. The good news, John Cena makes his way to his first championship match. The bad news, your opponent's Brock Lesnar. But if you want the championship, you gotta try to climb the mountain. And I was really, really excited for that match. I think that was still where my youthful enthusiasm got in the way of genuine perspective. But once again, when you're essentially a startup, everything is a win. Everything in that direction is a win. So it was really good to be able to have a championship match and be thought of as somebody who could start to be considered for that conversation. This is John Cena, one of those many young talents that's been working his way through the WWE system. The WWE graduating developmental class of 2002 is now looked back at as like, man, this was a gold rush of talent with names like Randy Orton, Dave Bautista, myself, Brock Lesnar. It's like, man, what you don't realize is that we were developing ourselves, where the roster included Kurt Angle, Stone Cold Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Triple H, Shawn Michaels, before the perspective and the environment of sports entertainment is very cutthroat, is a very swimming with the sharks. So looking back on it, it's great. We all made it. We all made an impact, and I'm so grateful that all of us were able to contribute. It's always easy to tell the story 20 years later, but not one of us thought we were gonna make it. Brock being the exception. That loss really hurt because I didn't know when I'd get another chance. I didn't know if I'd get another chance at becoming a WWE champion. You never know in this business. Anything can happen in the WWE, that's a fact. It was a gut punch, but I had to accept that I'd done my best and I'd come up short. And I'd just have to try again later. If I got that opportunity again, I would do everything in my power to take advantage of it. So, da ist das Haifischbecken mit dem jungen Brock Lesnar. Okay, Toss-Kombos Backbreaker. Müssen wir erstmal gucken, wie der geht. Kreis, wenn du im Ring vor einem Gegner stehst, um ihn zu packen und dann nach links und links. Ja, okay. Ist ja ganz einfach. So, die erste kleine Machtdemonstration. Bisschen Schaden, aber wie mache ich den? Ich will den ja auch machen, den Move. Okay. Ich will ja alle Aufgaben erfüllen, nicht, dass die dann gleich weg ist. Was ist denn los? Ey, wir haben ja voll das Pflaster auf der Stirn von Brock Lesnar. Das sehe ich ja jetzt erst. Ah, oh mein Gott. Er biegt uns. Warum hat Lesnar so ein Pflaster? War das tatsächlich so? So, ich erwähne es mal, falls ihr es nicht wüsstet. Ja, er hat tatsächlich auch in den Videosequenzen das Pflaster. Ey, ich konnte nichts machen ohne Scheiß. Das gibt's ja nicht. Warum hängst du immer da am Table? Boah, Junge, nervst du. So, die Schlachtplatte von Lesnar heißt John Cena. Mist. Oh, wir bluten ja sogar. Eieiei.
Oh, Lesnar ist angeschlagen. Er taumelt. Das Biest taumelt ein bisschen. Oha, das Biest teilt auch genauso aus. Oh, aber Lesnar muss sich hier in Acht nehmen. Aber kann nach hinten wegkippen. Und Clip ins Knie. John Cena hat da zu kämpfen. Nice. Okay, Brock holt mich wieder an den Beinen, brachte einen schweren Angriff. Ja, dann schicken wir ihn halt raus. Wenn er so blöd da immer hängt, lassen wir uns ein bisschen feiern. Geben uns ein paar Buffs. Komm in den Ring, sonst zeige ich die Shooting Star Press. Brock Lesnar, da kann man es richtig sehen, wie er am Bluten ist. Überm Auge. Das Pflaster kann die Wunde natürlich nicht schließen. So, der geht durch. Der geht durch. Kraftdemonstration vom Next Big Thing. Mit einer Hand. Einen schweren Griff, das habe ich doch gerade gemacht. Das habe ich doch gerade gemacht. Aber egal. Wir sollten einfach nur so ein... Mit sehen wir richtig böse aus. Ich wollte gerade sagen, im Video war Brock Lesnar viel mehr am Bluten. Der sah richtig übel aus. Okay, ausgewichen sind wir schon mal. Das war gut. Running Close Line mit dem welchem Knopf? Einfach Viereck, alles klar. Wow, Brock Lesnar, der ist ja komplett fast schon skalpiert. Sieht er aus. Referee könnte Charles Robinson sein. Den zensieren sie ja auch immer. Oh shit. Oh shit, Brock Lesnar. Oh mein Gott, er muss einstecken. Und muss, oh, ich will die Clothesline zeigen, aber es geht nicht. Lesnar wehrt sich. Und dann gibt es die krachende Clothesline. Okay, Power Slam, weiß ich nicht, wie der geht. Oh, mache ich wieder den lang. Dann können wir mal kurz gucken, wie der Power Slam geht. Unten und X, okay. Aber wir müssen ihm ja eh einiges an Schaden zufügen. So, können wir eine Shooting Star Press zeigen? Das wäre schon fett. Sie haben es drin. Shooting Star Press von Brock Lesnar. Ja, seid ihr denn völlig verrückt? Ja, die Aktion Konter. Das war kein Quatsch, den ich euch erzählt habe. So, das dürften die letzten Schmerzen sein. So, wir wollen das Ganze zu Ende bringen, aber sicherlich passiert da noch was. Ja, Brock Lesnar, der junge Brock Lesnar hat gewonnen. Leider konnte man das nicht sehen, wahrscheinlich konnte man das nicht sehen. Aber John Cena wollte schummeln, hatte schon seine Kette in der Hand. Der Referee hat ihn aber davon abgehalten und dann wurde er in den F5 ausgekontert. Wir haben wieder alles freigeschaltet und... Ich würde sagen, wir gehen sofort in den nächsten Kampf. Ich glaube nicht, dass es nochmal Brock Lesnar wird. Wobei die schon echt oft gegeneinander angetreten sind. Also es könnte tatsächlich ein drittes Mal Brock Lesnar sein. Aber es wird dann auch ein bisschen langweilig. Komm, komm den nächsten. Erzähl uns, wer es ist, John. Oh, Batista. Ich denke mit Batista. Du siehst das?
mountain of an individual. Over 6 feet, 300 pounds plus. Tattoos, shaved head. There's a whole lot more than meets the eye. I've never admitted this to anyone, but for 6 years I've been watching you. I had the perspective of he always had something to prove, like through all of his success, which is his Hall of Fame career. It always felt like he was giving off the energy that he always had something to prove. I lash out, and when I lash out, people get hurt. I've had a lot of matches with Batista, and I think all of them mean something, because anytime you get two performers that are at a level of success, both Batista and John Cena were loved by the audience. Very rarely was the perception of good guy versus good guy equals good event. It's always usually a disappointment. And then I kind of came in and shook everything up, where it was almost like the John Cena character will be good until we put him with another good guy, and then the audience can turn on him. We're gonna find out who's better! The answer's gonna be me. But it made for a lot of tough nights with me, because even the nights that I did well, it was like I was playing on the road every night. I never had a home game. There's an explosion brewing at the biggest blockbuster of the summer. I was more than ready to test myself against Batista's power. But with someone like him, one wrong move is too many. One second I'm flying in the air, and the next I'm hearing his music playing, and he's announced the winner. I wanted that win really bad. I wanted to put my stamp on the whole who's better discussion between me and Batista. But now I knew the stakes, and any time we'd compete, I wouldn't mess up that same way again. Okay, Leute, gegen Batista. Das kann eigentlich nur geil werden. Wir sind natürlich Batista von 2008. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob das auch 2008 stattgefunden hat. So, wir sollen ja erstmal taunten hier, ne? In den Lock-up und dann in einen schweren Griff. So muss das. Ah, Batista unbeeindruckt. Noch unbeeindruckt. Oh nein, voll drüber gehauen. Shit. Aber sowas von drüber gehauen. Der ist ja voll klein, John Cena. Wie geht der überhaupt hier? Okay, drücke Kreis. Erst müssen wir das untere natürlich machen. Wenn du vor dem Gegner stehst, also oben und Viereck, links und X. Okay. So, das ist er noch nicht. Sorry. So, oben und vier. Da haben wir schon mal den ersten. Erledigt. Was war das andere X? Links und X. Okay, also hinter den Gegner aber. Kein Problem. Gar kein Problem. Finger vor Leglock. Okay. Da wollte ich meine Beine. Schadensfühl. Okay, kein Problem. Orangenen Schaden müssen wir John Cena an den Beinen zufügen. Das ist ja auch irgendwie weird, oder? Als würde Batista das machen. Oh, das war nicht geplant, aber kein Problem. Wir jumpen einfach einmal runter. Kann Batista überhaupt so eine Aktion? Wahrscheinlich nicht. Kreis und R2. Tatsächlich ist das alles. Okay, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Also erstmal musst du so rumliegen. Und dann kontert der mich auch noch so dreckig aus. Das ist ja unfassbar. Also John Cena, ne?
So, können wir jetzt. Das hat er von Ric Flair natürlich gelernt. Aber John Cena weiß, wie man den auskontert. Jetzt müssen wir die ganze Zeit das Bein angreifen von ihm. Nee, Alter, nein. Hä, mach ich das? Ach so, wegen dem Finisher. Ja, okay. Batista hat halt nicht so viele Angriffe gegen die Beine, ne? Und dann kontert der uns auch noch aus. Das ist frech. Wir können aber auch einfach hier so Tritte gegen die Beine machen. Boah, hör doch mal auf. Dein scheiß Konter rein. Auf Orange. Das artet ja in Arbeit aus hier. Das ist auch so seine Standardaktion, dieser Kack-Shoulder-Block. Der dann Gott sei Dank auch irgendwann mal daneben geht. Es kann doch nicht sein, dass er jedes Mal diesen Move kontert. Oder? Doch, er kontert ihn halt immer. Oder geht der nicht so? Drücke Kreis, wenn du an den Beinen des liegenden Gegners stehst und packe ihn dann. Ja. Genau das tue ich. Genau das tue ich. Ah, Cena, der Witzbold. So, nix da. Ja, da macht er seine Attacke, ne? Am Arm. So, und so nimmt er ihn auch hoch. Wie soll ich denn deine scheiß Beine so schwächen? Das ist Batista, Mann. Als würde der irgendwelche... Na, das wenigstens war mal einer. Ja, klar kontert er den aus. Warum auch nicht? Der kontert ja alles, was an seinen Beinen passiert. So, das kannst du aber gleich mal vergessen, Kumpel. Dass du hier den F ihm zeigst. So... Boah, ich muss mich jetzt konzentrieren. Der geht mir auf den Sack. John Cena fängt an, mich richtig abzufacken. Das ist auch eine Kackaufgabe. Für Batista ist das eine richtige Kackaufgabe. Wir werden jetzt einfach hier die ganze Zeit die Beine angreifen. So, ich kann auch einen Shoulderblock übrigens. Bleib liegen. So, da ist die scheiße Orange. Warum sind wir denn jetzt auf einmal mitten im Move? Ein Hin und Her. Oh, was, wer hat denn so gestöhnt jetzt? Okay, den Signature können wir eigentlich auch zeigen. Oh shit. Ich wollte ihn zeigen, aber ging nicht. Genauso wie die Soforterholung nicht geklappt hat. Junge!
Raus aus dem Ring hier. Sofort erholen und rein in den Ring. Okay, wir werden scheiß auf den Signature. Wir machen jetzt erstmal die Kombos. Das wird mir hier sonst ein bisschen zu wild. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal zu machen. So, erste Kombo. Zweite Kombo. Steh auf, du Drecksack. Spinebuster! Verarscht. Oh, kommst du nochmal raus? Oh, er ist tatsächlich nochmal rausgekommen. Ah, nicht schlecht, John Cena. Nicht schlecht. Okay, in die Batista-Bomb-Position. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Ne, nicht so an den Seilen, ne? Nicht so an den Seilen. Jetzt kannst du ihn fallen lassen. Jetzt kannst du ihn fallen lassen. Ah, immer noch zu nah an den Seilen. Aber wenn wir uns hierhin bewegen, sollte es gehen. Batista. Alter, John Cena, ich will ja nichts sagen, ne? Aber den STFU gegen Batista, wenn ihr den gesehen habt, der ist ja so lächerlich gewesen. Niemand auf der ganzen Welt hätte darin aufgegeben. So schwach, wie er den gehalten hat. Also wie viel Spielraum Batista hatte, ohne dass ihm die Luft abgedrückt wurde, ist schon famos. So, wir rasten sofort aus und strecken ihn nieder. Bärhaak, wie geht denn der? Einfach nur vor dem Gegner und das andere ist einfach nur auskommen. Zeit für den Bärhaak. Komm, wir lassen... Ah, ich wollte loslassen, damit wir nicht wieder auf den Sack bekommen. Okay, das Kontern war einfach. Und einfach ein Power Slam. Okay, aufs Turnbuckle. Scheiße, das ist schief gegangen. Aber. Junge, du sollst. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn das für eine geile Kombo von Batista gewesen? So, jetzt aber. Aufs oberste Seil. Und da geht's da oben weiter. Da war es fast die Batista-Bomb. Es war nicht eine richtige Batista-Bomb, aber John Cena kam vom obersten Seil angesprungen, in die Powerbomb gekontert, aber es war noch nicht die Batista-Bomb. Die Batista-Bomb sieht natürlich ein bisschen anders aus. Er denkt nach. Was machen wir? Wie kriegen wir John Cena endgültig platt? Eigentlich nur mit unserem Finisher. So, jetzt heißt es Batista-Bomb, ne? Und dann Pinfall. Er kann nicht kontern. Das ist das Schöne bei der Sache. Er kann nicht kontern. Und das ist das Ende für John Cena mit der Batista-Bomb. Er kann natürlich noch auskicken. Aber er schafft es nicht. Batista siegreich. Da grinst er. Dieses Grinsen von Batista. Das ist schon geil. Lassen wir ihn kurz jubeln, bevor wir ins Menü gehen. Also das Match an sich hat schon Bock gemacht, außer das mit dem Bein. Das war ein bisschen doof. Ansonsten, glaube ich, war das auch nicht das allerstärkste Match von John Cena. Und auch nicht von Batista. Das war jetzt nicht so ein Hammer-Ding, ne? Obwohl es beim SummerSlam war. War es nicht hier, das war jetzt kein 5-Sterne-Match. Aber es war okay. Also hier zum Zocken hat es auf jeden Fall Bock gemacht. Und wir gehen natürlich ins Menü. Und was bekommen wir dort präsentiert? Natürlich den nächsten Gegner in der nächsten Folge. Denn da geht es gegen die Viper, Randy Orton. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das sogar ein Hell in a Cell Match. Und da habe ich richtig Bock drauf. So ein schönes Hell in the Cell Match. Ich hoffe, es ist alles gut erklärt, weil ich habe noch kein Hell in the Cell Match
bei WWE 2K23 bestritten. Das heißt, wenn da irgendwelche Kniffe sind, dann kenne ich die nicht. Ich hoffe, dass es dann vernünftig beschrieben wird. Und dann freuen wir uns in der nächsten Folge auf Hell in the Cell, John Cena gegen Randy Orton. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Rindjahauen. Bis zum nächsten Mal.